Einen wunderschönen Freitag, den ich ab sofort Fulfilling Friday nennen werde. Meine geliebten Künstler, Schauspieler und auch alle anderen Arten von Künstlern, ich wollte zwei Fragen mit dir teilen und hoffentlich eine Form von Inspiration und Bewegung in dir kreieren. Und zwar sind die zwei Fragen: Wer bin ich ohne meinen Beruf und für wen mache ich es überhaupt? Wer bin ich ohne meinen Beruf und für wen mache ich es? Und diese Fragen, glaube ich, die sind hochaktuell, gerade in der jetzigen Zeit, weil euch trifft es ja wirklich, wirklich hart. Also die Theater, die Opern, die Bühnen sind alle geschlossen und Kabarets natürlich auch. Und dann, glaube ich, sind bis auf Weiteres auch alle Drehs abgesagt. Ich weiß nicht, ob Castings stattfinden. Anyway, da ist möglicherweise einfach so ein Loch, in das die eine oder andere von euch schon gefallen ist. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so, so hilfreich, wenn wir uns, ich beziehe mich als Artist of Life auf alle Fälle mit ein, wenn wir uns mit der Essenz, dem Kern von uns beschäftigen. Und ja, was taucht bei der Frage auf? Wer bin ich ohne diesen Beruf? Schreib da mal. Denk da mal drüber nach. Und vielleicht entdeckst du ja was Neues. Vielleicht kommt eine neue Berufung zu dir, wenn diese Zeit vorbei ist, ein zweites Standbein zu errichten. You never know. Oder es wird so kristallklar, dass du mit Haut und Haaren ein Vollblut-Künstler, Künstlerin bist. Und das ist es. Da kommen wir nämlich zur zweiten Frage. Für wen mache ich es? Ja? Also, die zweite Frage, die tauchte auf, weil ich mir neulich dachte, ja, wie ist es für dich? Also zum Beispiel auch, wenn du in Social Media dich mitteilst, let's say, du hast was Schönes geschrieben, wirklich hast dir Zeit genommen, einen ganz ausführlichen Post zu machen und dann reagieren da zwei oder eine Person darauf. Und wenn das natürlich eine Weile so geht, naja, dann ist es, oder kann es einem leicht fallen zu sagen, naja, interessiert ja sowieso keinen, was ich da so beitragen will. Anyway, die Frage, für wen mache ich das, bringt dich so zurück zu dir. Und auch zu entdecken, ist es nur ein Tätigkeitsfeld für mich da draußen oder ist es ein Seinszustand, dieses Künstlersein? Und dann bist du vielleicht wie ein Van Gogh oder ein Rainer Maria Rilke, der zu deren Lebzeiten waren die nicht so bekannt wie heute. Nur war es, also das sind jetzt nur gerade mal zwei Beispiele, die mir einfallen, denen war es so wichtig. Da gab es nichts anderes. Also mein Wunsch an dich ist, dass du in dieser Zeit dieses Feuer immer wieder zum Lodern oder nicht nur lodern, sondern auch weißt, wie du das anzündest. Und da habe ich entdeckt mit meinen Klienten, wenn wir uns mit verschiedenen Fragen beschäftigen, dann, ja, dann kommen wir zurück zur Essenz, zum Kern, zum Gleichgewicht, zum Yay, das ist die Absicht. Warum? Meine Motivation, meine ganz tiefe Herzensabsicht, warum ich gewählt habe, Künstler und Künstlerin zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen super schönen Freitag und eine ganz volle und eine fulfilling week ahead. Von Herzen sei gegrüßt und bis ganz bald. Muah.